Ich schätze, dass bei uns auf der Schule circa 30% einen Migrationshintergrund An haben. meiner Schule sind es 60%. 60, 70. Meine Klasse besteht aus 100%. Polen, Russen, Türken. Auf der Seite der Lehrer sah das ganz anders aus. Bei den Lehrern ist der Migrationsanteil eigentlich sehr gering. Ist mir keiner wirklich in Erinnerung. Gar keiner mit Migrationshintergrund? Ich hätte mir mehr gewünscht. Lehrer mit Migrationshintergrund sind halt aufgrund ihrer Herkunft besonders motiviert, die Integration zu fördern. Die Motivation, dass man auch etwas erreichen kann. Man denkt dann, ja, der hat einen türkischen Migrationshintergrund, dann arbeitet der im Gemüseladen oder im Dönerladen. Diese Schüler brauchen halt Vorbilder, damit sie sich an denen orientieren können. Höhere Abschlüsse erreichen, dass man denen zeigt, die können auch studieren. Bei mir war das immer so, ich habe mich viel besser verstanden gefühlt. Dann wissen sie, wie das ist, multikulturell aufzuwachsen. Es gehört einfach dazu, wenn man in einer Gesellschaft lebt, wo viele Nationalitäten vertreten sind. Da kommt bei mir der Gedanke, er hat es geschafft, der ist Lehrer geworden. Wieso sollte ich das nicht auch schaffen?